Es gibt nur zwei Arten von Menschen auf der Welt. Die einen wollen ein bequemes Leben haben und steuern damit auf den Tod zu, auf ein bequemes Grab. Und die anderen wollen leben und entscheiden sich dafür, gefährlich zu leben. Denn das Leben gedeiht nur, wenn man ein Wagnis eingeht. Je höher du kletterst, umso frischer und jünger fühlst du dich. Je größer das Risiko des Absturzes, je tiefer der Abgrund neben dir, umso lebendiger wirst du. Dort zwischen Leben und Tod gibt es keine Langeweile. Denn dort ist kein Staub der Vergangenheit und kein Verlangen nach der Zukunft. Dort gibt es nur den gegenwärtigen Augenblick, ganz prägnant, wie eine Flamme. Er ist sich selbst genug. Du lebst im Hier und Jetzt. Wie beim Surfen, beim Skifahren, beim Fallschirmspringen. Überall dort, wo du in Gefahr bist, dein Leben zu verlieren, verspürst du eine große Freude. Fühlst du dich lebendig. Darum fühlen sich so viele Menschen zu gefährlichen Sportarten hingezogen. Je höher du steigst, je weiter du dich von der abgesicherten Routine des Lebens entfernst, umso mehr wirst du wieder zu einem Wilden. Du kommst den Tieren wieder näher. Du bist wie ein Tiger oder ein Löwe oder wie ein Fluss. Du steigst wie ein Vogel in den Himmel empor, immer höher und höher. Und jeden Augenblick lässt du mehr los. Alle deine Sicherheiten, deine Bankkonten, Ehefrau, Ehemann, Familie, Gesellschaft, Kirche, Ansehen, das alles lässt du Stück für Stück hinter dir. Du entfernst dich immer weiter und weiter davon. Lebe gefährlich. Dann meine ich nicht nur das körperliche Risiko, sondern auch das psychologische Risiko. Und letztendlich das spirituelle Risiko. Lebe gefährlich. Dann meine ich, dass du nicht ein normales, respektables, bürgerliches Leben leben sollst. Als Bürgermeister, als Mitglied der Stadtverwaltung oder als Minister oder in einem guten Beruf, mit dem du einen Haufen Geld verdienst, das Bankkonto immer dicker wird und alles bestens läuft. Das ist nicht das Leben. Achte einmal darauf, was geschieht, wenn alles bestens läuft. Du stirbst dabei und es passiert gar nichts mehr. Die Leute respektieren dich vielleicht. Nach deinem Tod wird eine lange Prozession hinter deinem Leichnam hergehen. Aber das ist auch schon alles. In der Presse wird man dein Foto veröffentlichen, es wird ein paar Nachrufe geben, aber dann wird man dich vergessen. Und dafür hast du dein ganzes Leben geopfert? Das Beste im Leben, das Schönste im Leben ist immer riskant. In jedem Augenblick ist das Leben ein Risiko, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Selbst das Einatmen und Ausatmen, es ist ein Risiko. Du atmest aus, doch wer weiß, ob der Atem zurückkommt. Es ist nicht sicher. Dafür gibt es keine Garantie. Das Unbekannte lässt dich erzittern. Beim bloßen Gedanken an das Unbekannte fühlst du dich unsicher.